Und da sind wir auch schon wieder zurück zu Prison Architect. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Wir haben ja letztens noch angefangen, hier unseren neuen Raum zu bauen und an dem machen wir auch gleich mal weiter. Und zwar brauchen wir da die Personaltür. Platzieren wir jetzt hier gleich. Und starten natürlich hier gleich mal, damit unsere Arbeiter ihr Werk vollbringen können, den Raum errichten können. Wusel, wusel, wusel. Aber die Tür wird schon installiert. Und Krawall gibt es auch schon wieder. Aber es scheint unter Kontrolle gebracht worden zu sein. So, Tür steht. Raum normalerweise auch gleich. Fundament. Ja, sehr schön. Oh, dann richten wir das doch gleich mal ein. Wir wollten einen Sicherheitsraum hier reinbauen, damit wir endlich mal unser Gefängnis besser überwachen können und besser eine Kameras platzieren können, damit wir auch alles im Blick haben. Und dazu brauchen wir, da ist ja den Überwachungsmonitor. Und da platzieren wir jetzt einfach mal ganz frech drei Stück hier hinten hin. Und könnten auch noch gleich, ja, eine Abhöranlage bauen wir auch noch. Da bauen wir hier mal so drei Stück. Die reichen vollkommen für den Anfang. Und ein Türkontrollsystem können wir noch nicht bauen. Da müssen wir erst erforschen, das Ganze. Schauen wir doch gleich mal. Fernsteuerung brauchen wir da. So, 2000. Erforschen wir in der Zwischenzeit. Und dann können wir auch hier das Türkontrollsystem entsprechend errichten. Und dann können wir auch die Türen automatisch öffnen lassen. Was sicherlich nicht verkehrt ist. Dann staut sich das Ganze mal nicht mehr so. Ja, Strom braucht man natürlich wieder. Altbewährtes Spiel, ohne Strom geht schließlich nichts. Strom ist gelegt und wir können uns gleich mal überlegen, wo wir denn unsere Kameras hin platzieren. Oderle. Ich glaube, wir könnten mal. Wo könnten wir denn eine hinbauen? Hier in den. In den. Ja, in die Werkstatt. Genau, so heißt es. Werkstatt. Bauen wir eine rein. Und gleichzeitig bauen wir aber auch noch hier in die Bücherei noch eine rein und in den Gemeinschaftsraum. Da ist es sicherlich nicht verkehrt. Haben wir sonst noch irgendwo was, was nicht in unserem Sichtfeld ist? Okay, in den Family Cells, da bauen wir jetzt mal keine rein. Brauchen wir auch nicht zwingend, weil wir da ja immer drin sind. Nee, sonst sieht's ganz gut aus. Sonst braucht man eigentlich für den Anfang keine an der Stelle. Sind hier noch im Generatorraum, da können wir noch eine reinbauen. Putzmittelschrank bauen wir noch eine rein und in den Lagerraum. Sicher, sicher. So weit, so gut. Und die Überwachungsmonitore stehen auch schon. Jetzt können wir die gleich mal verbinden. Ne, können wir noch nicht verbinden, weil natürlich als erstes die ganzen Kameras platziert werden müssen. Aber dann können wir es verbinden, der hier. Legt eh schon los. Und während die da das Ganze schrauben, können wir mal schauen, was wir denn noch so an Räumlichkeiten hätten im Angebot. Da gäbe es jetzt einmal noch den Unterrichtsraum, der mir spontan ins Auge sticht. Denn den Unterrichtsraum braucht man dann auch letztendlich, damit unsere Häftlinge hier auch erstmal in die in der Bücherei arbeiten können, benötigt Programm Grundlagenbildung und die bekommen sie über den Unterrichtsraum. Ja, wir zimmern hier oben einfach mal wieder ein Fundament ran. Bauen wir jetzt mal so groß. Können wir dann immer noch aufteilen, wie es uns beliebt. Zugang benötigt wieder, okay. Dann große Gefängnistür umgesetzt und mal das Ganze auf schneller gestellt, damit es auch fertig wird. Ja, die Überwachungskameras, sie sind noch inaktiv.
weil wir noch keine Verbindung haben. So, ihr seht, die erste läuft schon, schwenkt schon umher. So, die zweite, die müsste jetzt auch laufen, oder? Nee, halt. Jetzt aber. Ja. So, jetzt passt die auch. So, wir brauchen... Bauen wir hier noch hin. Und... Okay, müssen wir gar keine doppelte Verbindung bauen. Okay. Dachte immer, da müssen wir eine doppelte bauen. Aber anscheinend reicht sogar eine einfache. Das probieren wir jetzt mal bei dem hier. Okay, es reicht eine einfache Verbindung. Wir müssen das Signal nicht zurückleiten. Gut zu wissen. Aber laufen tut es ja trotzdem, oder? Ja. Aber dann löschen wir einfach mal die Verbindungen. Machen es gleich gescheit. Verbindungen löschen. Dann gehen wir nochmal in Verbinden rein. Einmal hier. Einmal hier. Und einmal hier. Ups. Hat er nicht angenommen. So. Jetzt aber. Nicht, dass wir noch ein Kabelwirrwarr haben. Kommt früh genug. Das wollen wir nicht jetzt gleich haben. Ja, wo bauen wir es denn hin? Unseren Unterrichtsraum. Den bauen wir hier direkt dran. Ziehen wieder eine Betonwand rein. Reißen die Wand hier ab. Die brauchen wir nicht an der Stelle. Und hinterlegen das Ganze gleich mal als Unterrichtsraum. So, wir brauchen Schreibtische und Schultische. Büroschreibtisch und Schultisch. Einen für den Lehrer sozusagen. Lehrerklassenzimmer, das machen wir mal wie in der Uni hier so schön in der Mitte. Oder in der Schule. Das Lehrerpult. Und hier kommen unsere ganzen Knackis hin. Schön alles. Einser Abstand. Hier noch, hier noch, hier noch, hier noch, da auch, da auch. Sodele. Und da bauen wir eine normale Tür rein. Stinknormale Tür. Die bauen wir hier unten gleich hin. Damit auch jeder ins Klassenzimmer entsprechend rein kann. So weit, so gut. Jetzt müssen sie es nur noch bauen. Unsere Häftlinge, beziehungsweise unsere Arbeiter, nicht Häftlinge. Und die Sicherheit steht auch, aber ganz zählt's noch nicht. Wir brauchen noch Stühle, Schreibtische und Aktenschränke. Stühle, Schreibtisch und Aktenschränke. Wo haben wir es denn? Okay. Büroschreibtisch. Da ist der Büroschreibtisch. Dann machen wir halt hier einen Büroschreibtisch jeweils rein. Ein Stuhl zum Hinhocken und Aktenschränke möchtet ihr noch haben. Bauen wir euch noch drei Stück hin. Dann könnt ihr schön arbeiten. So, Klingelingeling, der Weihnachtsmann. Nee, die Forschung. Der Rechtsanwalt, den haben wir jetzt endlich mal frei. Was erforscht man denn als nächstes? Was hätten wir dann noch? Steuererleichterung, Steuererleichterung. Sie sparen also 1500 Dollar Steuern je 10.000 Dollar Tagesgewinn. Steuern sparen ist nie verkehrt. Da sparen wir uns bares Geld. Das erforschen wir doch gleich mal. Und haben wir noch was? Mikromanagement. Da könnte man Besserungsprogrammplan freischalten. Ja. Manuell können wir dann unseren Zeitplan nämlich festlegen und weitere kleine Dinge einstellen, die uns das Ganze leichter machen. So, die ersten Schreibtische werden schon in den Unterrichtsraum reingebracht
Und wir könnten auch gleich mal schauen, ob denn jemand Interesse an Bildung hat. Null interessiert oder qualifiziert. Aha, okay. Keiner hat Bock auf Schule. Auf Grundlagenbildung auch nicht. Gar keiner. Schade, schade, schade. Aha, Bewährungsanhörung möchten 5. Und geistige Führung. Ja, das haben wir letztens ja schon gesagt, dass da alle ganz wild drauf sind auf die geistige Führung. Dann wollen wir ihnen mal nicht die Freude verderben und wir bauen ihnen denn noch so eine Kapelle. Zwar bauen wir ihnen die hier rein. Damit sich jeder hier spirituell auf den Gefängnisaufenthalt vorbereiten kann. Und hier unten gibt es schon wieder Streit. Da haben sie noch schlichten können. So, Stromkabel natürlich wieder. Das glaube ich, haben wir schon oft genug gesehen, dass ohne Strom nichts geht. Und ohne Zugang zur Kapelle logischerweise auch nicht. Daher noch Tür genommen, Tür reingezimmert. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen einen Altar, Kirchenbänke und Gebetsmatten. Kommt da jetzt was? Altar? Da ist der Altar. So, den bauen wir hier hinten hin. Was haben wir noch gehabt? Kirchenbänke und Gebetsmatten waren das, gell? Kirchenbänke. In der Kirche, dicht an dicht. Und Gebetsmatten haben wir noch. Haben wir halt so eine Art Matten, wie wir sie haben, auch in der Kirche. Und was geht denn hier schon wieder ab? Ein Todesfall. Hier geht es wieder um Mord und Totschlag und unsere Wachen sind wieder meilenweit entfernt. Aber das hört sich jetzt gleich auf. Und ein neues Foto haben wir auch bekommen. Beziehungsweise ein bekanntes. Die drei, wie sie wieder vor der Glotze hocken. Und die Miller Gulliford hat daran glauben müssen. Na, 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 na. Immer diese Gewalt hier. Geht ja gar nicht. So, Kirchenbänke. Da sind wir stehen geblieben. Da machen wir auch weiter. Es wird ja dann hoffentlich genug sein für unsere ganzen Häftlinge. Und das Ganze verzieren wir aber noch ein bisschen mit speziellen Fliesen oder bauen wir eher Parkett? Was haben wir denn im Angebot? Mosaikfliesen, Keramikfliesen, weiße Fliesen, Mosaikfliesen. Wie aus? Bauen wir mal Mosaikfliesen. In die Kirche und hier in die Schule. Da kommt auch noch ein spezieller Boden rein. Da bauen wir Parkettboden. Nicht genug Kohle, oder wie? Richtig. Das Geld geht uns aus. Aber für sowas gibt es ja Zuschuss. Okay, das haben wir logischerweise alles mit den Besuchsrechten. Das nehmen wir auch gleich an und haben wir auch gleich abgeschlossen. Oder geht noch was ab? Geht noch was ab? Drei Besuchertische brauchen wir noch. Dann haben wir den Zuschuss. Aber wir haben doch Besuchertische. Dachte ich. Oder, ach so, okay, das zählt anscheinend nicht als Besuchertisch. Dann bauen wir jetzt die einfach mal hier prophylaktisch 3 Stück rein. Die reißen wir natürlich dann nachher wieder ab. Passen ja hier gar nicht zu unserem abgeschlossenen Bereich. Und hier haben wir auch ein neues Bild. Auch ein altbekanntes Bild. Keine Ahnung, warum die immer wieder erscheinen. Vielleicht wisst ihr es.
Wenn ihr es wisst, ruhig in die Kommentare reinschreiben. Da wäre ich euch sehr dankbar, warum wir da immer wieder die Bilder bekommen. Aber doch alle schon einmal gesammelt. So, die Kirche, sie steht auch schon halbwert. Und der Mosaikboden, sehr schön. Schaut gut aus. Schaut schön aus. Und wir bauen jetzt endlich mal hier das Parkett. So. Das steht auch. Und wir beschleunigen das Ganze. Und unser Sicherheitsraum wird mittlerweile auch schon akzeptiert als Sicherheitsraum. Sehr gut. Die Türsteuerung haben wir noch gesagt. Die wollten wir noch in Angriff nehmen. Daher nicht lang überlegt, genau. Fernsteuerung Hammer. Okay, das ist auch wieder nicht mit Strom versorgt. Haben wir die Türsteuerung. Türkontrollsystem. So. Soweit so gut. Wir haben ja einige Türen. Das ist gewiss nicht verkehrt, wenn wir gleich ein paar mehr bauen. Auf Vorrat haben wir das Ganze dann. Und wir können ja wieder schauen, was haben wir noch für Zuschüsse. Ernährungsstudio. Studio an Häftlingen. 2 Tage lang nur eine kleine Mahlzeit mit geringer Vielfalt platzieren. Und 2 Tage lang 3 große Mahlzeiten mit großer Vielfalt. Haben wir noch im Angebot? Was bringt mehr? Das bringt mehr Cash. 2 Hundeführer bräuchten wir. Und eine Patrouille mit 2 bewaffneten Wachen. Das nehmen wir. Denn die Hundewache wird eh mal Zeit, dass wir die freischalten. Denn die sind, wie es Hunde eben so üblich haben, gut drin, das Ganze zu erschnüffeln, Schmuggelware zu erschnüffeln. Und Fluchttunnel können die auch finden. Bevor uns hier noch einer abhaut, lassen wir unsere Wauwaus mal ihre feine Nase einsetzen. Und hoffen, dass sie auch anschlagen und was finden. So, die Kirche wird noch gebaut. Unsere Putzkolonne hält alles hier schön sauber. Sehr schön. Sind ganz schön überfordert wahrscheinlich unsere Arbeiter, zumindest so wie es aussieht. Sollen wir da vielleicht mal ein paar einstellen? 10 Arbeiter. Hey, komm. Jetzt haben wir unseren guten Tag. Wir schaffen Arbeitsplätze. 5 Stück. Wow, 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 was ist hier los? 4 Todesfälle. Ich hab's nur noch pengen gehört. Schuss gehört und schon haben wir 4 Tote. Aber gut, unsere bewaffneten Wachen, die machen natürlich dann nicht keinen kurzen Prozess. Oder zögern da nicht lange, besser gesagt. Sind da schnell mit dem Finger am Abzug. Ja, hat der Bestatter auch wieder was zu tun. So makaber sich das jetzt auch anhören mag. So, die Gebetsmatten werden noch installiert. Da schickt man aber sicherheitshalber auch noch 2 Wachen hier rein. Denn ich traue dem Frieden nicht. Könnte ja gut möglich sein, dass die hier noch den Pfarrer angehen. Was wir natürlich nicht hoffen, aber durchaus wahrscheinlich ist. Und wir starten mal die geistige Führung. Und schon so gut wie ausgebucht. Ah, alle Räume belegt. Okay. Alle Räume belegt. Können wir das noch ändern? Das war ja übers Mikromanagement. Und das Mikromanagement müssten wir jetzt eigentlich bekommen haben. Zumindest erforscht das nicht mehr. Kann man die Uhrzeit, kann man nicht festlegen. Wie? Ah, da ist. Terminplan bearbeiten. So, Einführung in Sicherheit und geistige Führung. Können wir die geistige Führung verlängern? Werkstatt allgemein, Küche allgemein, Unterrichtsraum. Das ist alles nur für Personal. Okay, dann müssen wir vielleicht. Warten wir hier mal kürzer, bevor uns die Zeit wegrennt. Start. Das war das falsche Programm. Ah.
Wir müssen natürlich an der Tagesordnung noch schrauben, gell? So ist. An der Tagesordnung müssen wir noch ändern was. Da machen wir hier am Nachmittag, müsste jetzt auch nochmal für 3 Stunden ran. Dann müsste man normalerweise 2 Programme unterbringen. Wenn ich mich nicht irre. Geistige Führung, Start. Und nochmal Start. Genau. 2 Stück haben wir. Dein Kurs ist schon voll ausgebucht, der zweite noch nicht. Wird sich aber hoffentlich noch ändern. Kapelle steht auch schon fertig. Müssen wir eigentlich nur noch warten, dass der Pfarrer kommt und ihnen den Segen gibt. So, 6% brauchen unsere Hunde noch. Dann können wir die 15.000 Dollar auch noch einheimsen. Na komm. 2, 1. Pling! Und wir haben sie. Unsere Wauwaus. Wo sind sie denn, unsere Wauwaus? K9 Hundeführer. Piep, piep, piep. Und 2 Schäferhunde. Ich lächle. Haben wir bekommen? Und so wie ich das noch in Erinnerung habe, gibt es dafür auch Hundeboxen. Oder gibt's. Ah, da braucht man wahrscheinlich einen Zwinger, war das, gell? Der Zwinger war das. Da ist ja der Zwinger. Muss auch von Wänden und Türen eingerahmt sein. Hundehütte muss da rein. Hier leben ihre Hunde. Schön. Dann dürfen unsere Hunde hier mal leben. Okay, das muss noch eingerahmt sein. Weil dann verkleinern wir einfach den Personalraum ein bisschen. Der ist sowieso viel zu groß geraten. Nimmt eh keinen Anspruch. Und schieben mal hier die Objekte entsprechend. So, abreißen. Das auch. Weg damit. Weg damit. Ja, auch weg. Und das auch weg. Da. Die Hundeführer sind schon mit ihren Hundis da. Und mei, wie süß. Schläft er schon. So, das ist weg. Abgerissen soweit. Und jetzt richten wir das Ganze neu ein. Und zwar mit den Sofas. Und den Getränkeautomaten. 1, 2, 3. Und Getränkeautomaten haben wir auch noch 3 gehabt. 1, 2, 3. Gut, gut. Sehr schön. Und von nichts kommt nichts. Daher noch eine Ziegelwand reingesetzt. Und noch eine entsprechende Tür braucht man noch. So. Und dann bekommt ihr noch eure Hundeboxen zum Schlafen. Wie müssen wir sie richtig hindrehen? Oft habe ich jetzt richtig hingedreht. Wahrscheinlich nicht. Okay, geht gar nicht anders. Bauen wir jetzt einfach mal so 4 Stück. Und ihr legt hier mal los, richtet den Zwinger ein. Okay, falsch rum gebaut. Aber der Zwinger normalerweise. 5 auf 5. Ui, haben wir zu klein gebaut. Aber gut. Das berichtigen wir in der nächsten Folge von Prison Architect, denn wir sind am Ende einer weiteren Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mir auf jeden Fall. Und nächstes Mal bessern wir dann den Zwinger aus und schauen, wie denn unsere Kapelle angenommen wird. Ob denn jeder auch zum Kirchengang kommt, ob denn jeder zur Kirche geht. Ich bin gespannt, ihr hoffentlich auch. In diesem Sinne, macht's gut, euer Wahrheit. Ciao.